Ja, guten Tag. Wir befinden uns hier im wunderschönen Filmrauschpalast in Berlin-Moabit. Hier hängen viele Filmplakate, alte Kinosessel und dort steht ein Mann namens Urs Spörri. Herr Spörri, wie schön, dass Sie heute da sind. Was machen Sie beruflich? Ich lese. Ach so. Gut, Urs hat sich vorhin schon, jetzt gerade bevor ich die Kamera laufen ließ, eine Zufallsstelle ausgesucht und die hören wir jetzt, bitte. Jawohl, mein Herr, sagte Semyon betont militärisch. Julian legte die Hände nicht laut, aber geräuschvoll auf den Tisch und atmete tief durch. Ihm war irgendwann aufgefallen, dass man sich mit diesem Manöver Aufmerksamkeit und Redezeit verschaffen konnte. Es klappte so gut wie immer. Tut mir leid, wenn ich hier die Feierstimmung kaputt mache, sagte er, aber ich glaube nicht, dass wir heute einen Durchbruch erzielt haben. Materialermüdung von Dietrich Brüggemann. Dankeschön.